So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ich habe ja ein neues Design-Team-Paket bekommen von Ramona. Und Aufgabe dazu ist es ja quasi aus den Sachen, die man bekommt, etwas zu basteln. So, im letzten Video habt ihr ja schon, also das war ja dieses Watch Me Craft in Bezug auf diese Bookmark-Card, die hier. Und es sind noch fünf andere Karten entstanden. Ich hatte ja unter anderem dieses Stempelset von Penny Black dabei, den Wassertankpinsel für die Kois, die drei Dye-Inks von Ranger und diesen weißen Gel-Pen. So, ich habe euch jetzt erstmal nur die Sachen nochmal gezeigt, mit denen ich jetzt auch wirklich gebastelt habe. Also jetzt für die Sachen. Ich tue das mal weg. So. So, ihr Lieben. Auf geht's. Erste Karte ist die. Ich habe die Wolken mit einem Embossing-Stempelkissen gestempelt, habe sie embossed und habe sie dann mit den Kois und dem Wassertankpinsel quasi koloriert. Ja, genau. Dann habe ich noch diese Wolke nochmal separat gestempelt, aber ganz normal, habe sie dann wieder koloriert, dann dieses Einhorn und dann nochmal diese zwei Wolken. Die haben beide einen unterschiedlichen Farbton. Die eine ist ein bisschen dunkler wie die andere und ja, das ist quasi eine Schüttelkarte. Habe das rund ausgestanzt und ja, die Karte ist entstanden. Dann ist für diesen Meerjungfrauenstempel, wo die Meerjungfrau in der Badewanne sitzt, also nochmal eine Schüttelkarte entstanden. Und zwar die hier. Ich habe die Meerjungfrau gestempelt, habe sie koloriert, allerdings mit meinen Aquarells von Dough Crafts. Habe dann diesen Missio-Stempel noch dazu und habe dann gedacht, finde ich ein bisschen plump. Also habe ich das hier ausgeschnitten und habe daraus eine Schüttelkarte gemacht. Habe dann noch so ein paar Pailletten drauf, damit es nicht ganz so. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Mein Fokus jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Bluebell-Blasen habe ich dann noch mit Glossy Accent. So ein bisschen hervorgehoben und unten drunter ist dieses Designpapier, was ich auch im Designpaket hatte. So, Karte Nummer 2. Dann habe ich mir gedacht, so, okay, gut, Schüttelkarten ist ja immer ein und dasselbe, ist ja auch irgendwann mal langweilig, ne? Will ja nicht immer jeder sehen. Habe ich mal was ganz anderes gemacht und zwar meine erste Slider-Card. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde die cool. Ganz ehrlich. Und für diese Slider-Karten, also da werde ich definitiv noch mehr machen, weil das wirklich so simpel ist, ja. Ja, dazu kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich habe hier diesen Streifen, den ihr hier seht. Das ist Karteikartenpapier, weil das einfach von der Festigkeit ein bisschen anders ist. Habe dann hier überall Happy Birthday gestempelt und da man das ja nicht so sieht, ich den aber diesen Streifen nicht einfach nur weiß lassen wollte, habe ich eben gestempelt und habe da oben dann nochmal dieses Happy Birthday gestempelt und dann eine Blume drauf und ja. Ja. Das Designpapier ist übrigens auch aus dem Design-Team-Paket. Das ist ja dieses Polka Dots, glaube ich, hieß das. Ja, Karte Nummer 3. Und dann habe ich ja dieses lustige Stempelset von My Favorite Things. Und da mir zurzeit so sehr, sehr viel nach Urlaub ist, habe ich mir gedacht, gut, machst du noch zwei andere Karten. Und dabei ist die entstanden. Der Hintergrund habe ich mit Aquarell gemacht, mit den Kois und mit dem Wassertankpinsel zusammen. Habe die Schildkröte koloriert, die Blume koloriert, das einfach so ein bisschen mittig platziert, die Pailletten drauf und dann unten drunter Hello Sunshine. Mal eine simple und ja. Eine simple Karte, die aber auch trotzdem schick ist. Ne? So. Also die gefällt mir jetzt eigentlich schon sehr gut. Jetzt kommt dann aber noch
meine Favoritenkarte. Und zwar ist es die hier. Ja, ich habe mich sehr, sehr schwer getan, was das Blending anbelangt mit den Dye-Inks, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Farben aufeinander, die passen sehr gut, wenn man es verblendet hat. Vorher dachte ich mir so, boah, Grün, Blau, Lila, das kriegst du niemals hin. Was sind das für ein Farbenwirrwarr? Das geht gar nicht. Doch, das geht. Das geht sehr wohl. Und dann habe ich Karteikartenpapier genommen. Ich habe so viele Papiere versucht. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das sah einfach alles scheiße aus. Ja. Dann habe ich Karteikartenpapier genommen und habe das da auch nochmal versucht und bin damit, muss ich ganz ehrlich sagen, am besten klargekommen. Dann habe ich ein paar Sachen gestempelt, habe die koloriert. Übrigens mit den Kois und mit dem Wassertankpinsel zusammen. Geht super. Geht wirklich super. Habe das dann hier unten so ein bisschen platziert und habe mir so gedacht, irgendwie fehlt da noch was. Dann habe ich noch hier oben diesen Stempel hingemacht. Dann habe ich mir so gedacht, irgendwas fehlt da immer noch. Irgendwie ist es immer noch so ein bisschen nackig. Dann habe ich die Pailletten angebracht. Dann habe ich mir so gedacht, cool. Sieht ja schon mal cool aus, trotzdem fehlt irgendwie was immer noch. Und dann kam der Gelpen zum Einsatz. Und zwar für diese kleinen Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, das sieht man, ne? Da unten auch. Ja, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die Karte von allen wirklich am besten. Ich finde, mir ist die Karte wirklich sehr gut gelungen. Und ja, dieses Set schreit sowieso sehr nach Sommer. Und das Design-Team-Paket schrie sowieso sehr nach Karten. Jetzt werden noch ein paar Tags entstehen. Da werde ich dann noch so ein bisschen die Schablonen verwenden. Und ja, und dann mal gucken, was ich aus dem Papier noch mache. Eigentlich wollte ich ja mal was machen, was ich noch nicht gemacht habe, aber das ist irgendwie ein absoluter Fail. Und im Endeffekt weiß ich auch nicht, wozu ich das verwenden sollte. Also muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Da fällt mir aber auch noch irgendwas ein. Auf jeden Fall werden noch, also entweder ein oder zwei Videos kommen fürs Design-Team. Und ja, ich habe jetzt zu den Karten kein Watch Me Craft gemacht und auch kein Tutorial. Wenn ihr irgendwas speziell nochmal sehen wollt, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich versuche dann ein Tutorial oder ein Watch Me Craft zu drehen. Wenn ihr Fragen habt, dann auch bitte unten in die Kommentare. Ja, oder schreibt mich einfach an. Ich versuche wirklich so schnell wie möglich zu antworten. Sollte ich mal länger nicht antworten, dann tut es mir wirklich leid, dann habe ich es einfach übersehen. Aber ich habe halt auch Familie und ja, kann halt nicht immer springen, wenn mein Handy bling bling macht. So, ja, das ist mein zweiter Beitrag für Monas Kreativwerkstatt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bin über Lob und Kritik immer dankbar. Für ein Däumchen hoch würde ich mich freuen. Und für ein Abo, bei einem Abo natürlich auch. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann später, ab morgen dann, ein angenehmes Wochenende. Bis die Tage. Tschüss.